Guten Tag, eine neue Episode passiert gerade auf meinem schnell wachsenden YouTube-Kanal. Heute geht es mal wieder um die Slide-Gitarre. Und ich möchte Ihnen oder euch ein interessantes Instrument zeigen, das ich letztens akquiriert habe. Es handelt sich um eine B-Bender Telecaster. Von vorne sieht sie aus wie eine ganz normale Telecaster. Aber von hinten sieht man dieses metallischere Dingen. Und das bewirkt, dass wenn man am Gurt zieht, mit diesem Knopf, wird diese Seite, die H-Seite, einen Ton höher gezogen. Also passiert Folgendes. Das klingt dann ein bisschen wie eine Pedal-Steel-Gitarre, die man aus der Country-Musik kennt. Wenn man das jetzt mit ein bisschen Blues kombiniert, diesen Effekt, dann hört sich das so an. Ja, und dann habe ich noch einige Fragen erreicht, wie ich denn meine Slide-Gitarre so einstelle. Also um das mal zu erläutern, die Gitarre ist auf den Akkord E-Dur gestimmt. Wenn ich so spiele, ist das dasselbe, als würde ich den Akkord E-Dur greifen. Also ist diese Seite E, H, E und Gis. Das nennt sich Open Tuning, gibt ganz viele Open Tunings, aber ich selber, mir reicht dieses eine, sonst komme ich durcheinander. Und dann weiß ich gar nicht mehr, was los ist. Gitarre spielen ist auch schon so kompliziert genug. Dann sind die Seitenlage ist relativ hoch, sodass wenn ich so mache, das hat einen schönen klaren Ton ergibt. Und wenn ich hier hinter greife, ich zeige das mal etwas näher, vielleicht erkennt man das. Das hat auch noch einen klaren Ton behält. Das finde ich so. Und wenn man das jetzt alles ein bisschen schneller dreht, kann man sowas machen. Na, mal gucken, ob das klappt. Bisschen lauter, oder?
Das war so ein schneller, unsauber gespielter Slide-Gitarren-Boogie mit so Anleihen bei Scuttlebutting. Ja. Okay. So viel zum Slide-Gitarre spielen an einem stürmischen Mittwoch. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde.